Moin Leute, Stefan hier von World of Paintball. Nächstes Basic-Video. Häufig werden wir gefragt, wie warte ich meinen Markierer richtig? Was muss ich machen nach dem Spieltag? Ihr kennt es halt vom PC, einfach never touch a running system. Wenn ihr irgendwie, der Markierer ist dreckig, macht ihr ihn von außen sauber. Zum Beispiel bei der TMC, hier vorne noch am Bolzen sauber machen. Dann kann man da Silikonspray oder halt Öl ran machen. Wir bieten hier auch immer Tippmann-Öl an. Nächsten Spieltag. Unten in den ASA einmal ein, zwei Tropfen Öl rein, Druckluftflasche raufgeschraubt, fertig ist. Dann läuft das Ding. Ihr habt da einfach keine Probleme mit. Macht die Magazine ordentlich sauber, den Hopper ordentlich sauber. Dann kommen wir zum nächsten Ding. Was ist, wenn ich einen epleumatischen Markierer habe? Wie handhabe ich das? Was muss ich da machen? Selbes Spiel wie vorher auch. Macht den sauber, macht den ordentlich sauber. Dann würde ich noch einmal den Bolzen rausbauen, mir die Dichtringe angucken, gegebenenfalls den Bolzen halt neu fetten, kann man ja hinten einfach rausschrauben. Macht oben den Hopper alles auseinanderbauen, sauber machen, dass das alles für den nächsten Spieltag wieder tutti ist. Wenn da mal was nicht funktionieren sollte, erstmal neu ölen, gucken, ist alles sauber, gut ist. Beim Spooler, beim Spoolwalf-Markierer, so wie diesem hier, fettet man und ölt halt nicht. Da dann halt neu fetten gucken. Dann, wenn ihr bei diesen elektronischen Markierern ein Problem habt, die Leute machen da häufig irgendwie so, ich habe schon irgendwas, ich habe den Tag über gespielt, ich habe mein Solenoid auseinandergebaut und wollte das halt warten. Jetzt geht er nicht mehr. Ja, warum? Warum baust du das Soli auseinander? Was soll das? Das Erste, was ihr machen könnt, tauscht erstmal die Batterie von der Waffe, tauscht die Batterie vom Hopper. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann würde ich mal ins Troubleshooting von der Anleitung gucken oder beziehungsweise samstags ist immer unser Techniker da. Elfi, eine Koryphäe an der Waffe sozusagen. Der Junge guckt das Ding an und weiß eigentlich, was damit ist und kriegt das dann auch hin. Ihr könnt es dann halt bei uns liegen lassen, wir machen das Teil fertig. Je nach Aufwand geht das für irgendwie kurze Instandhaltung mal eben sauber machen, zwei Dichtringe tauschen, bist du irgendwie mit dem Zehner dabei. Nach oben ist da halt alles offen, je nachdem, wie weit, was da halt defekt ist. Gegebenenfalls müssen wir auch Teile besorgen. Das machen wir halt alles für euch. Das ist kein Problem, aber wenn ihr da selber bei seid, wie gesagt, Batterien tauschen, sauber machen, neu fetten, neu ölen, das reicht. Sonst halt braucht man seinen Markierer nicht großartig warten. So, zum Beispiel auch bei meiner T15 mache ich es genauso. Abends Bolzen raus, einmal Bolzen trocken wischen, nächsten Tag Bolzen wieder ölen, rein, alles ist tutti und halt natürlich von außen sauber machen. Das sind so die grundlegenden wichtigen Dinge. Soli auseinanderbauen, Regulator neu fetten. Das sind Geschichten, die kann man einmal im Jahr vielleicht machen, einmal alle zwei Jahre oder wenn es halt irgendwo zischt oder drückt oder so. Und sonst, wie gesagt, unser Techniker ist da immer sehr versiert, der kann euch da auch zur Hand gehen, der hilft euch da. Ja, das ist eigentlich so das grundlegende Wichtige, was man vielleicht auch einfach mal wissen muss. So, ja, und das war es auch schon von mir. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, meldet euch, lasst ein Like da, wenn es in Ordnung war für euch. Wenn euch die Videos gefallen, abonniert unseren Channel. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.